Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder Bus Simulator 18. Und die nette Frau braucht eine Fahrkarte. Und zwar haben wir jetzt noch eine Mission oder ein Ziel zu erfüllen. Das machen wir jetzt. Und wenn das klappt, kriegen wir 60.000. Dann sollte das reichen für einen neuen Bus. Wir haben jetzt 5 Strecken und 3 Busse und das geht irgendwie nicht mehr so richtig auf. Danke. Und ja, jetzt wollen wir halt schauen, damit wir das nächste oder hinten kommt auch wieder ein Bus von mir. Also dafür, damit wir bloß 3 Stück haben, sehe ich den noch öfter. Die fahren jetzt bloß hier. So, wir sind mit dem kleinen Mercedes unterwegs. Mal was anderes, ganz bunt. Und da wurden wir auch schon wieder gebissen. Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Ach, übrigens habe ich rausgefunden, wenn man einen Fußgänger überfährt, kostet das genau 20.000. 20.000 kostet so ein Fußgänger, also lieber keinen Fußgänger anfahren, das ist voll blöd. Irgendwie hat das Spiel im Bug gehabt und ich bin dann einfach weitergefahren und dann hat es mir das trotzdem abgezogen. Da sind mir eigentlich 20.000 flöten gegangen. Das ist natürlich ganz schlecht gewesen. Aber ja. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Okay, machen wir. Tag, Standard, jawohl. Und danke. Passend. Eine Fahrkarte bitte. Okay, Tag. Senior. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Man, die haben sie alle passend heute. Der hat's nicht passend. Sag ich ja. Okay, Doki. Oh nein. Mein Akku ist schon wieder leer. Kauf dir mal ein richtiges Handy. Ich finde es noch cool gemacht. Es sieht wirklich cool aus. Vor allen Dingen hier kann man rein und raus, wie man will. Und es läuft einfach, das Spiel. Es läuft. Auch wenn es jetzt vielleicht außen hier, sag ich mal, die Fahrzeuge und so grafisch vielleicht nicht top ist. Mir gefällt's. Da ist schon wieder der Bus von mir. Cool. Murmeln. Irgendwann klingt das nicht mal mehr wie ein Wort. So, okay. Wollen die alle raus, oder was? Wiedersehen. Wiedersehen. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay. Ein Tagesfahrkarte, Standard einmal. Okay, kriegst noch 13. Ach. Danke. Bitte. So, noch jemand? Okay, wir sind schon ein paar Sekunden verspätet. So, los geht's. So, da muss ich schon wieder ab. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Schwimmbad?
So, ich muss hier abbiegen. Also Fußgänger, 20.000 Schlagloch ist auch nicht so gut und zu schnell fahren ist auch blöd. Aber die versuchen mich immer zu überholen, wenn ich denn zu langsam fahre. Und Schlaglöcher sollten wir auch ausweichen. So. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Das kommt mir genauso vor. Unglaublich. Schlagloch, schön drumherum. Jawohl, haben wir geschafft. So, diesmal ist es keine Rundfahrtstrecke. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Alles klar. Passagier hört zu laut Musik. Oh Mann, ey, wie soll ich denn jetzt wieder anhalten? Der. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. So, dem werde ich mal gleich die Kopfhörer von seiner Rübe reißen. Jetzt ist natürlich fertig. Jetzt, ich hätte wo ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christine ist amputiert. Okay, der Typ mit den Kopfhörer. Ja, bis dann nochmal so Sache hier mit deiner blöden Musik. Kannst du laufen? Danke. Bitte. Ich hätte nie gedacht, Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Sehen doch schon gleich aus. Hans und Martina. Das sieht ja aus wie der eine sieht ja aus wie der andere heißt. Was für ein Grund? Wow. Wow. Ja. So ein schöner Bus. Ups. Motorräder habe ich hier noch gar nicht gesehen. Sind die ganzen Motorräder. Und wer hört hier so laut Musik? So, ich hoffe, wir haben es bald geschafft. Ich habe übrigens noch 3 Mods draufgenommen. Einmal irgendwie so Skins und einmal, glaube ich, sogar ein Bus. Aber der Bus kostet irgendwie 170.000. Das wird wahrscheinlich noch nichts werden. Wir werden wahrscheinlich wieder so ein Mercedes-Krüppelding hier kaufen müssen, weil für mehr wird es nicht reichen, weil ich ja einen Fußgänger anfahren musste. Nächster Halt, Fischgrund. Okay, Fischgrund. Das ist noch nicht Endstation, ich muss noch eine Station, alles klar. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Jupp, danke schön. Schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. So, wiedersehen. Eine Fahrkarte, junge Dame, kein Problem. Hier verkaufe ich Ihnen fast alles, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay, du kriegst Sonderpreis, so wie du aussiehst. Danke. Bitte. Roger, Roger. So.
Arbeitergasse. Arbeitergasse? Okay. Das klingt ja schon gut, das Viertel. Arbeitergasse. Ja, ja. Ist der von Arbeiter? Er ist ein Arbeiter. So. Nochmal blinken, dann blinke ich auch korrekt. Schlagloch. Achtung. Warte, hier muss ich rein und dann muss ich rüber. Warte. Ach, das ist doch. Als Busfahrer hat man es schon nicht leicht. Vielleicht ein bisschen. Hi. 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 Hallöchen. Straße. Alte Scheiße, wer denkt sich sowas aus? Das ist echt nicht mein Wetter. Okay, meins auch nicht. Ich mag Regen und Gewitter. Schneesturm. Und Blizzards. Was eigentlich? Wenn keiner fährt, fahre ich. Öffentlicher Verkehr hat Vorrang. Das ist wie Bauer. Bauer hat auch Vorrang. Alles klar. Wollen Sie wieder raus? Guck mal, ich muss hier noch... warte, bin auf der Nebenstraße. Achtung. So, müssen wir mal schauen. Da stehen Fahrräder, geparkte Autos, Park, Fahrradständer. Es ist schon nicht so schlecht gemacht, muss ich sagen. Detailmäßig. Hier auch, wenn wir da sehen, der Fußgängerüberweg. Jetzt kommt einer. Fußgänger anfahren, probieren wir jetzt nicht. Kostet 20.000, kann ich mir nicht leisten. Noch zwei, drei Tote und dann bin ich bankrott. So, ich taste mich mal vor. Okay, scheint zu funktionieren. Muss halt immer ein bisschen frech sein als Busfahrer, dann geht's. So, und schon sitze ich wieder drin. Dann biegen wir noch einmal ab. Dann haben wir Endstation, heißt es. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Selbst schuld. Bei der Familie wäre ich nicht zurück. Okay. So, hier ist Endstation. Nächster Halt, Schienenlegerstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. So. Genau, pünktlich. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss, tschüss. 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 Jemand hat schon wieder Müll liegen lassen. Oh, ich hasse Müll. Okay. Müll. Okay, ich habe Müll aufgesammelt. Das kommt wieder positiv. Ich habe den Bus sauber hinterlassen. Genau, dann beenden wir mal die Fahrt. Schlagloch zu schnell auf überfahren. Zweimal. Sehr schön. 11.000, das ist schon mal nicht schlecht. Da wäre das blöd gewesen, wenn wir noch einen Fußgänger. Strafzettel fürs Rasen 200. Gott. Wie normal, oh, Schießdreck. Okay, nicht auf Schweizerdeutsch fluchen. Ich kann sonst auch kein Schweizerdeutsch. Okay, da hat sich was getan bei uns. Jetzt will ich eigentlich zurück zur Karte. So, wir haben alles irgendwie erledigt. Scheint's.
Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Juhu. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Mit den Zuschüssen sind sie noch gut, hä? Aber das machen wir jetzt. Geh weg da. Wir wollen natürlich einen Bus, habe ich gesagt. Okay, der Setra würde kosten 42.200. Aha, ich muss mal schauen. Vielleicht sollten wir im Shop gehen. So. Genau. Der MRN. 240.000. Das ist genau das Ding, was wir uns nicht leisten können. Der kostet fast 160.000. Okay, der kleine kostet natürlich bloß 120.000. Dann habe ich ja noch einen Mod reingenommen. Das wäre der da. Der würde 174.000 kosten. Urbino. Solaris. Keine Ahnung. Können wir uns auch nicht leisten. Also, ich würde allein von der Größe her noch so ein Business von Setra eigentlich kaufen. Damit wir den nachher einsetzen können. Bearbeiten. Bearbeiten ist natürlich genau benutzerdefiniert Werbung. Skins. Ja, super, ist das alles. Grün, genau, das wäre eigentlich hier Flexibus, das habe ich eigentlich mit reingenommen. Genau, das wäre eigentlich ein Mod. Okay, ich glaube, wir machen das so. Wir lassen den so. Anwenden, kostet nochmal ein Tausender. Okay. So, jetzt haben wir 4 Busse. Das passt eigentlich. Und 3 Fahrer, weil dann kann ich fahren. Statistik, jawohl. Na, jetzt muss ich noch schauen, damit wir da eine vernünftige... Die Strecke ist sehr rentabel. Die Strecke... Genau, die nehmen wir mal weg. Welcher Fahrer ist denn da? Anpassen. Mann. Fahrer. Elsa. Elsa muss hier auf die Südspeicher. Alles klar, machen wir so. Strecke 1. Aha, da steht's ja. Nee, die muss jetzt dahin. Wieso geht denn das nicht? Feuern will ich sie auch nicht. So. Nicht das denn anders machen, gar nicht. Okay, das ist ja wieder super. Ich möchte natürlich Fahrer zuweisen.
Aha, sie fährt wahrscheinlich gerade noch. So, welcher ist denn? Das ist 5, das ist 2, was ist denn 1? Der ist ja gar nicht unterwegs. Also irgendeiner ist nicht unterwegs da. Da. Der fährt. Da ist auch einer zugewiesen. Und da. Ne, muss da noch den Fahrer zuweisen. Geht nicht. So, jetzt hat die Strecke. Was ist denn das für ein Blödsinn? Jetzt habe ich da einen Bus und keinen Fahrer und da habe ich einen Fahrer und keinen Bus. So, jetzt ist gegangen, jetzt fährt sie da unten. Puh, ist aber kompliziert. Schließen. So, ich muss eine neue Strecke erstellen, irgendwie da unten mit dem Zeugs da. Erstelle eine Strecke mit mindestens 8 Haltestellen, welche beinhalten Agrikulturzone und Industriezone. Aha, das da eigentlich quasi. Mit mindestens 8 Haltestellen, okay. Da würde ich sagen, da würde ich dann da starten, noch da fahren. Aha, ich muss dann natürlich neue Strecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Speichern. Jawohl, das hat geklappt. Jetzt muss ich noch die Strecke fahren. Das ist schon mal nicht schlecht. Was muss denn hier machen? Erstelle eine Strecke mit maximal 10 Haltestellen. Welche beinhalten? Okay. So, jetzt hätte ich ja. Starten. Warte mal. Den, der ist doch frei. So, Rundfahrt brauchen wir nicht. Aktivieren. Rundfahrt aus. Okay. Starten. Wir wollen natürlich noch sehen, wie das Teil eigentlich aussieht, was ich jetzt da gekauft habe. Also es ist ja genau derselbe, quasi. Aber es ist einfach anders. Anders, lackiert, sag ich mal. Okay, ich werde die Strecke fahren und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke, bis dann. Ciao, ciao.